Tja. Nicht sehe ich. Ach doch, da sehe ich was. Schönen guten Tag. This should be a Minecraft Let's Play. Noch nie dagewesenes. Wieder aufgewärmt mit schöner Musik im Hintergrund. Wir sind gerade gespawnt und haben gestartet in dieser wunderschönen, wunderschönen Welt. Sie ist brand new, also gerade eben aus dem Generator gefallen. Und freundlicherweise waren die Götter des Randoms so gnädig, uns in ein Dschungelbiom zu verpflanzen. Das heißt, Ocelots und all der Krempel, der sowieso gerade on vogue ist, ist in der Nähe und verfügbar. Summa summarum können wir jetzt anfangen, das zu tun, was man in Minecraft immer tun muss. Ressourcen sammeln, Unterschlupf finden und überleben. Dies ist mein erstes Let's Play, also Version 00000. Bitte von daher auch eventuelle Probleme zu ignorieren. Es wird alles noch besser oder stirbt einfach kurzerhand wieder aus. Falls es nicht ausstirbt, wird es bestimmt überlagert von anderen Dingen, die ich tue. Eine Sache, die ich da mache, wäre ein wöchentlicher Minecraft-Cast von einem Server. Das hier ist jetzt kein Server, das ist eine Offline-Welt. Warum offline? Ressourcenschonend und weniger Störung. Dass ich die Sache hier mal richtig in Klötzchenform genießen können. Das ist doch hier wunderschön. Das passt doch richtig gut. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an, hier uns ein bisschen Erde abzubauen. Ah, da ist auch schon gleich Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Das ist doch schon mal sehr schön, sehr schön. So, Bretter haben wir auch schon. Das heißt, wir haben auch gleich ein Crafting Table, um uns ein bisschen Werkzeug zu generieren. Stellen. Ja. Nur drei Stück braucht es. Jetzt hier gleich ein bisschen fixer vorangeht. Während der Forschung dieses Berges bzw. dem Generieren eines Unterschlupfes. Das merke ich gerade, so wie ich das mal gemacht habe, geht es gar nicht mehr. Das mit den Händen abhaut, funktioniert das gar nicht mehr. Naja, gut. Dann halt anders. Dann brauchen wir doch eine Holzspitzhacke erstmal, um den ersten Stein hier zu generieren, um dann Steinwerkzeuge zu haben. In diesem Sinne, willkommen in der Steinzeit. Und Kohle gibt's auch. Das heißt, wir werden auch in der bald folgenden Nacht ein wenig Licht haben in unserem Unterschlupf. Das funktioniert doch alles schon perfekt hier. Im Hintergrund die Musik. Vielleicht auch zu erwähnen. Eine wunderschöne, epische Zusammenstellung von Klangbildern, die ich freundlicherweise auch verwenden darf. Link dazu, wer das denn ist, wer es gemacht hat, findet ihr in der Videobeschreibung. Könnt es euch jetzt auch sagen, wenn es mir denn jetzt noch einfallen würde. Das passiert halt, wenn man vor einem Cast oder vor einem Let's Play sich überlegt. Mann, Musik wieder auch ganz nett. Googeln wir mal ein bisschen drauf. Guckt man auf die diversen Seiten, auf denen Musik angeboten wird, welche zum Beispiel in diesem Fall unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht wurde und damit einfach mal auch für so hochprofessionelle Unterfangen wie das meinige
nochmal den 50.000. Minecraft Let's Play zu Beginn Hintergrundmusik bietet. Tja, ansonsten, ich habe es ja erwähnt, Cast. Machen wir ein bisschen Werbung in eigener Sache. Jeden Mittwoch, also eigentlich jeden Mittwoch, gibt es einen Cast von dem Dreckbuddler-Server. Welcher? Unter der Adresse dreckbuddler-dünndns.tv auch für euch zu erreichen ist. Nach einer kleinen Aufnahmeprüfung hättet auch ihr die Möglichkeit, bei uns dabei zu sein, mit uns gemeinsam zu buddeln im Dreck. Haha, Hinweis, Dreckbuddler, haha. Tja. Und nach eben dieser bestandenen Prüfung könnt ihr dann dabei sein. Ist ja bekanntlich vieles. Einige würden sogar behaupten wollen, dass das alles ist. Naja, kommt drauf an, wo man dabei war. Oder wo auch nicht. So. Schön ressourcenschonend. Ach, ist das schön. Es geht gleich mal 10-mal so schnell. So, Das heißt, das hier ist unsere Unterkunft. Mine können wir gleich darunter machen. Dschungelbiom haben wir, wie gesagt, um uns herum. Ich mag ja eigentlich keinen Cobblestone. Ich kann es mir noch nicht leisten, all diese Steine in Steine zurückzubrennen. Kabel zu generieren. Ah, und ja, Gravel. Oder auch Gravel. Oder auch Kies. Das Material, was wir brauchen, um unsere Wege zu gestalten. Interessiert mich jetzt aber erstmal nicht die Bohne. So, es wird langsam dunkel. Das heißt, ich brauche noch mehr Holz. Ganz schnell. Ganz schnell, ganz viel Holz. War jetzt nicht so erfolgreich, die Holzsuche. Aber ja, so, jetzt müssten wir eigentlich von oben anfangen, diesen Baum zu zerlegen. Dann machen wir das mal. Es geht ja noch deutlich langsamer, wenn man schon auf der Liane hängt. Ich hätte mir vielleicht doch mal Werkzeug generieren sollen. Da sagen wir jetzt mal, die zwei reichen. Sollten sie eigentlich auch, weil jetzt beginnt die böse Nacht. Und in der Nacht wird es dunkel. Wenn es dunkel wird, kommen die unwirschen Gestalten. Bei uns vorbei. Wie hell das auf einmal sein kann. Ja, danke, Gehirn. Oh, toll. Eigentlich inzwischen auch. Ja. Das ist vollkommen egal. Zack. Sehr schön. Tja, wird ein bisschen wie Pirates of the Caribbean. Ein Schaf wäre toll gewesen. Man könnte uns ein Bett bauen. Sowieso gleich noch Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Machen wir es einfach erstmal so.
hier kein Zombie mehr rein. Weil die haben ja jetzt inzwischen die nervige Angewohnheit, einfach mal Türen zu zerhauen. Das ist eigentlich auch schön mit dem ganzen Gravier da jetzt. Na, vielleicht finden wir gleich noch ein bisschen mehr. Dann können wir die eine Lücke da noch füllen. Aber anscheinend graben wir... Ah, da ist er. Da ist er, da ist er. Der Gravier, der Gravier.